Wir sind im Max-Slevog-Gymnasium in Landau und sind vorne am Turm, der Richtung Hauptstraße sitzt. Und der soll runtergenommen werden, weil durch starken Hausbockbefall, der zwar schon älter ist, aber jetzt noch eindringendem Wasser zum Teil sehr starke Fäulnis drin ist. Die Tragfähigkeit ist so nicht mehr gewährleistet vom unteren Turm. Der obere Turm kann nicht begangen werden, weil er zu eng ist. Da muss runtergehoben werden, um das zu kontrollieren, was da alles zu beschädigt ist. Für kurze Maßnahmen wird hier jetzt ein Notdach drüber gemacht und dann kann der Turm oben, wenn nach unten steht, begutachtet werden und die Schäden festgestellt werden. Die Gurten sind da, um das Ganze zusammenhalten und die sind am einen Teil unterzunehmen. Mein Name ist Blot vom Gebäudemanagement hier in Landau in der Pfalz. Nach unseren jährlichen Drohnenbefliegungen haben wir festgestellt, dass am Glockenturm Schäden vorhanden sind, die wir dringend sanieren müssen. Wir haben uns dazu entschlossen, den Glockenturm abzunehmen, um die Schäden dann auf dem Boden zu begutachten, die Arbeiten auszuschreiben und auch am Boden die Sanierung vorzunehmen. Nach der Sanierung, welches auch unsere Denkmalschutzabteilung, Behörde mitbetreut, werden wir dann das ganze Teil wieder aufsetzen. Der Glockenturm ist ohne praktisch das, was mit Zahnstein ist. Ja. Ne? Glockenturm ist das Zahnstein. Der Turm, was man so. Dann bekommt Glockenhut oder Glockenzwiebel, wie man es nennen will, ist dann daraus, was ein Schiefervergleich ist. Und oben ist die offene Laterne. Einwandfrei, klappt wunderbar. Hängt komplett frei, ist in deiner Hand alles. Alles in deiner Hand. Kennst du noch mal an die Stücke?